jetzt. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Schufami-Kanal. Heute sind wir hier zusammen versammelt mit dem komischen Paulchen da vorne. Dann ist hier der Anton und dann ist hier der Klausi und der Rudi. Salam aleikum. Moin moin. Ja. So, Klaus, Anton, Rudi, Paul, was kann ich für dich tun? Ich will meinen Trecker holen. Ja, steht da. Wenn du petzer dich hier war, kriegst du ne? Warum sollte ich das petzen? Weil ich inkognito bin. Hast du schon wieder schlechte Laune? Warum bist du denn inkognito, sag mal? Ich glaube, der ist auf der Flucht. Oh, was ist denn los mit dir, Mensch? Er hat's eilig. Na. Siehst du? Er darf nicht gesehen werden. Er hat wie immer nur schlechte Laune. Rudi, genau das meinen wir. Nichts Neues. Hey, was denn, dass er so drauf ist, oder was? Ja. Also der hat sich jetzt zwar noch von der guten Seite gezeigt, aber... Ja. Der hat doch andere Seiten, oder was? Kommt kein... Ja. Aber da kommt kein guten Tag oder kein sonst irgendwas oder tschüss oder danke oder hast du gut gemacht, viel oder sonst irgendwie, sondern da kommt nur... Wieder besenkte Sau, ey. Ja, deswegen. Also das ist normal. Ist übrigens unser örtliches Lohnunternehmen. Ah, okay, gut zu wissen. Ich dachte, das ist ja so ein bisschen entschleunigt da bei euch. Gut, dass ich mit dem Lohnunternehmen nicht zusammenarbeite, wenn du so einen Chef hast. Also im Großen und Ganzen entschleunigt ist das bei uns auf jeden Fall. Ja, seid getroffen. Dieser Trubel da aus der Stadt, das kann ich nicht mehr ab, da macht mein Herz nicht mehr mit. Also da bist du hier genau an der richtigen Adresse. Ich meine, manchmal geht hier auch die Luzi ab, aber die Luzi ist dann mehr so ein Eichhörnchen, was auf den Baum krabbelt, aber... Ah, okay. Naja. Ich bin gespannt. Ja, das kann man auf jeden Fall sein. Okay. Sag mal, warst du schon mal irgendwo hier, oder? Nee, ich bin gerade frisch von der Autobahn oben abgefahren und wollte dann da irgendwie mal ein bisschen rumkurven, sag mal. Ja. Naja, und dann wollte ich da hinten am Bauhof ein kleines Wendemanöver machen und dann hat's Bums gemacht. Ah, okay. Ja, und dann war's das schon wieder. Sag mal, deswegen bin ich. Ja? Hast du an der Autobahn schon eine Karte gekriegt hier von Waldstätten? Nee, leider noch nicht. Ja, warte denn. Dann aber ich fahre hier völlig blind durch. Oder hier, danke dir. Guck mal, ich habe hier nur ein Kärtchen. Ja? Wenn du die mal aufmachst, oder? Ja. Da kann ich dir wärmstens empfehlen, mit dem kannst du immer sprechen, über alles, über Gott und die Welt. Ist ein schnieke Kerl und lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizufahren. Ja. Oben, da über der 106, weißt du? Oben, ja. Da ist so, wir haben hier halt eben auf unserer Karte haben wir so Feldnummern drauf. Ja, ich sehe schon. So eine Flurnummer zur Orientierung. Ja, genau. Und da ist die Flurnummer 106 und da drüber, da ist so ein Hof. Ja. Der freut sich immer, wenn er jemanden Neuen kennenlernen kann. Okay. Das ist schon mal das Erste. Aber ich glaube, der ist momentan auf seine Felder unterwegs. Da müsstest du mal ein bisschen ringsrum gucken, wo es da so ein bisschen am Wuseln ist oder so. Ja. Da, wenn du jemanden mal zum Quatschen haben willst oder mal gucken willst, was hier so abgeht, da wirst du, glaube ich, ganz gut fündig. Okay. Na, dann würde ich aber sagen, bevor ich hier irgendwie in eine polizeiliche Verkehrskontrollerin komme, das war immer ein kleines Blickchen aufs Auto werfen, dass die Karre wieder verkehrstauglich sind, dann werden wir mal kicken. Ja, klar. Hast du vorne rechts erwischt, oder was? Ja, genau. Ich bin hier voll reingefahren, den Scheinwerfer und so, weißt du, wenn ich das jetzt sehe, dann sieht das aber schlimmer aus. Danke, Jan. Ja, cool. Dankeschön. Mahlzeit, Sebastian. Ach du Scheiße. Oh, also, Anton, grüß dich. Moin. Pass auf, und dann diese Park-Distance-Scheiße da drin, weißt du? Hast du gut gemacht. Ja, gut, teuer. Ja, aber das hat hier piept. Normalerweise piept es doch, wenn man da so einen Gegenstand an das steht. Also vorher natürlich, wisst ihr. Das ist richtig. Es kommt immer so ein bisschen auf Ausstattung auch drauf an. Aber naja, der Distance müsste eigentlich normalerweise immer piepsen vorne. Vorne jedenfalls. Müsst du da schon gerade reinsteigen? Ja, sicher. Rinder in die Karre. Kann dir sagen, warum er nicht gepiepst hat. Na, dann erzähl mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen. Weil der Knopf nicht gedrückt war dafür. Ich werd wild hier. Na gut. Dann hat mir da irgendjemand wieder einen Scheißding rumgefummelt. Ja, stimmt, die kann man ja separat kann man die ja ausschalten. Genau. So. Ja, dann hat mir da irgendein Spinner wieder drin rumgefummelt. Aber, Rudi, damit du da jetzt erstmal, also kein Problem, ne? Halt mal eben, warte mal, Fahrzeugidentifikation hier eben hier. Im F schreiben, dann sehen wir, was das für ein Modell ist und Ausstattung und so weiter.
Moment, ich flick dir das mal eben kurz mit meinem super duper Panzertape. Ja, das geht immer, ne? Zieh ich hier einmal kurz so ein bisschen rüber. Jetzt muss ich fragen, ob das schwarz oder grün ist. Sag mal, also, wenn die Polizei dich anhalten sollte, dann sagst du einfach hier, der Fiedeljub, der hat gesagt, das ist erstmal in Ordnung, der hat die Teile bestellt, der fahr ich nachher nochmal hin. Ne, und dann, ich bestell die Sachen und wenn du später nochmal vorbeikommst, dann tauschen wir mal eben die Stoßstange. Ja. Und den Sensor und so weiter und dann passt das. Okay, machen wir so. Scheinwerfer scheint eigentlich in Ordnung, dann könnten wir vielleicht polieren. Ja. Nee, das klingt eigentlich ganz vernünftig, würde ich sagen. Ja, denke ich nämlich auch so. Sag mal, habt ihr irgendwie eine Toilette hier oder so? Ich weiß nicht, ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren und naja, mit dem Aufregung und so. Ja, eine Toilette hier bei uns auf dem Hof, aber tatsächlich geil. Habt ihr nicht in eurem Verkaufsgebäude irgendwie was oder so? Nein, haben wir nicht. Da hat keiner dran gedacht, als das ausgebaut wurde. Was ist denn das da? Das ist doch eigentlich Pflicht. Ich könnte dir da hinten irgendwie hinter den Strohballen oder... Die Eiche ist super. Die Eiche? Na, dann flitze ich mal im Fix rum und dann... Ja, oder da, genau. Juti, dann machen wir erstmal deine Geschäfte, weil der will hier von der Stadt abhalten. Ja, ach, alles gut. Juti. Das ist der normale Wahnsinn hier. Ja, deswegen. Hier zu wissen, alles klar. Oh, bis gleich. Okay, super. So, irgendwie werden es nicht weniger, habe ich das Gefühl. Mach erst den nächsten, ich warte, ich habe Zeit. Ja, Klausi. Nee, mach mal hier, Anton, ich bin bloß hier, um zu gucken, was bei dir so abgeht. Ist das ich jetzt dein Ernst? Ja. Oh, nee. Und fragen, ob du Hilfe brauchst, weil ich bin momentan noch arbeitslos, weil der Weinbauer hier in der Stadt, der braucht auch keinen. Ja, pass auf, weißt du, was er machen kann? Noch nicht. Was? Dann schwing dich. Herr Rotwild. Pass auf, dann schwing dich in den Traktor, der da hinten steht, und dann fährst du mal auf Wiese Nummer 1 und da kannst du die Miese wehen. Moin. Miese 1, alles klar. Moin, schöne. Kannst du ruhig auf Schmatt ablegen. Ja, Mike. Tobi, hätten wir das auch erledigt. Und es werden immer noch nicht weniger. Meine Güte. Sebastian, so bevor der Anton irgendwas kriegt, kriegst du jetzt erstmal was. Ja, du, Eduard hat mit mir gesprochen, ich wollte einen Mischfutterwagen haben. Es hat mir eine Mail geschrieben, dass ihr im Sonderposten gerade eine habt. Die würde ich mir sofort kaufen wollen, wenn du die mir sicherst und mir die bestellst für demnächst. Mischfutterwagen? Im Sonderposten da, im Gebrauchtwagen-Gedöns. Wofür brauchst du denn einen Butterfischwagen? Ach so, ja. Wenn du mir den bestellst oder reservierst und bestellst, den nehme ich definitiv, weil dann brauche ich diesen Geldgeilen vom Landhandel nicht mal was in den Hintern schieben. Ja, ja, mache ich. Den reserviere ich dir. Ist so teuer geworden. Den reserviere ich dir und dann kommt er jetzt irgendwann. Ja, vielleicht kommt er heute sogar noch. Ja, mach auf entspannt, alles gut. Alter. Noch habe ich Tiere sind versorgt, noch habe ich im Lager. Bei Landhandel ist da wieder keiner da. Kennst du ja. Ja, gut, alles klar. Kennst man. Nee, das war's doch schon. Das können wir machen, Das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Das schaffe ich. Du bist der Beste. Ja, ich weiß. Danke. Jetzt noch einen Kaffee hast gleich vor uns. Nimm mich Jungs vom Bauhof mit. Willst du wirklich einen Kaffee? Kaffee. Sollen wir nehmen, Jungs? Oh, ja, ich bin auch dabei. Kaffee ist gut. Ja, komm, alle Jungs üben da. Die wollen Kaffee haben. Was, hab ich da Kaffee gehört? Rudi, willst du auch einen Kaffee? Ja, ich würde auch einen Kaffee nehmen. Ja, da komm mal mit, da holen wir mal einen Kaffee. Hab doch gerade Luft geschafft. Sag mal, Schütte. Hat der Rosenberg eigentlich schon angeleitet wegen seiner Fabrik da jetzt hier, wie die Trauben? Weil es wird bald echt eng. Nee. Muss ich da mal Füße treten? Ja, bei dem man braucht da die Kopf auf dem Hof. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ach, du warum ist die Tür auf? Hat einer Kaffee geklaut? Das geht ja gar nicht. Mensch, die Tür ist doch nie auf. Feuerwehr zu Gast hier, geht's zu trinken? Ah, ich brauche eine Abgasprüfung für das Auto. Achso, okay. Ach, du bist damit da, okay. Warum geht die Tür nicht mehr zu? Nee. Komm, vier Mann, vier Ecken. Ja, guck mal. Ah, da musst du mal WD-40 rinsprühen. So, Käpt'n. So, da kommt mal mit, die Herren. Geh mal wieder auf. Ich hoffe, ich habe genug dabei, also genug da drin. Mofas hier oder was ist hier los? So, Milchzucker steht alles dabei, bitteschön. Die können sich bedienen hier vorne. Dankeschön. Hast du mir gemacht? Was? Hast du den mir gemacht, den Kaffee? Ja, links ist ja nicht da, du bist so stark. Oder? Ja, aber der ist angenehmer. Habe ich da oben in die Mühle geschmissen. Guck mal da oben auf Regal, da steht meine Kaffeemühle. Ah, da, ja. Ah, Handmade. Also wirklich hinter mir, ich wollte gerade sagen, meinst du den Wagenheber?
Auch. Wagenheber? Was für ein Wagenheber? Nee, nicht den, da, guck mal, da vorne, da, da, da. Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Mensch, so wie es sich gehört. 1, 2, 3. Da fehlt eine. Ich hab sie nicht. Ich hab sie gelbe. Auch nicht. Ist sie zufällig gelb, Juppenfiedel? Nee, das ist die nicht. Gold. Das müsste eine andere gewesen sein. Warum fehlt hier eine? Die Tür war auf. Naja, die Tür war doch auf. Ich wollte gerade sagen. Oh. Besten rufen wir die Polizei. Schon, dann gehen wir, Joris, oder? Ich gehe auch hier, bevor die jetzt hier alle aufschlagen. Dann muss ich ganz dringend gehen. Danke für den Kaffee. Das Problem gerade. ja, bitte gerne, wer auch immer. Bevor ich nachher als UVD deklariert werde. Alles klar. Immer. Alles klar. Immer Sebastian. So, warte mal, hier Joris und Erik. Die waren's. Was kann ich für euch tun, bevor ich gleich die Polizei rufe? Du möchtest naja, uns haben. Ihr wollt doch was von uns. Was? Wir wollen was von euch? Achso, ich verabschiede mich. Ciao. Die Fahrzeuge. Ciao. Ihr wollt eine Tankstelle haben. Was? Davon weiß ich noch gar nichts. Eduard hat eine Tankstelle bestellt. Ach was, echt? Die soll irgendwo an euren Container dahin. Weil er meint, die Leute bringen die Fahrzeuge immer zur großen Durchsicht und die sind immer alle leer. Damit er nicht immer hinfahren muss zur örtlichen Tankstelle. Ja, ich kann mich so ganz vage dran erinnern. Wartet mal, kommt mal mit. Genau. Ob man die so in diesen Bereich hier hinstellen kann, quasi. Also. Ja, so dass man den Dingen zwar noch hier stehen hat. Mhm. Ja, den kann man ja ein bisschen zurückschieben, ist ja kein Problem. Aber der sollte hier bleiben. Und dann halt von hier hinten an so Richtung Container. Mhm. Aber teuer, ne? Weißt du was, das ist mir egal. Wir müssen den ganzen Boden hier isolieren, da muss der Beton drunter. Ja, mach das. Wenn der sagt, das ist okay, dann ist das okay. Beton, Ölabscheider, hier muss alles hin. Warte mal, Ölabscheider haben wir. Ich weiß nicht, ob man den nutzen kann, weil den haben wir hier. Schon alleine wegen der Werkstatt. Ich muss aber... Leitung dahinlegen, alles, ne? Das ja, das ist, wie gesagt, das ist kein Thema. Ja, okay. Also, wenn der das haben möchte, dann soll er das machen. Denke mal, er wird das dann auf jeden Fall bezahlen. Hoffe ich jedenfalls. Okay. Ich sag jetzt Joris, einfach mal. Weißt du denn, welche Tankstelle, Joris? Hat er schon was gesagt? Ja, die. Das rostige Fass da für $10.500 wollte er haben. Ja. Also, es sieht rostig aus, auch noch. Das ist natürlich nicht rost. Das Containerstall, der muss so sein. Ah. So gucken, was passt mit dem Fahrzeug, ne? Der tanken kann. Ob der Schlauch reicht. Na ja, gut, man kann ja ranfahren, denke ich, oder? Ja. Ja. Mal ausprobieren, ja gut. Das heißt, wir bringen Bagger hier hin, sobald die Polizei hier natürlich hier war. Wenn die weg ist, muss Bescheid sagen. Ja, gut, dann, alles klar. Drücken wir Maschine hin und dann können wir loslegen. Das kriege ich hin, ja, das kriege ich hin. Ja, das ist gut. Also ja. Der Joris hat nämlich so ein kleines Problemchen gerade. Oh, was? Warum? Auch nichts. Okay, ihr wart niemals hier, alles klar. Ihr wart niemals hier, richtig. Gut. Gut. Alles klar, tschüssen. Ja, tschüss. Dann, ne? Ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Die Stimme kann ich noch nicht, die Stimme ist neu. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, achso, ja, hier, guck mal, da ist ein Rudi. Genau. Also der heißt Rudi. Hallo, ich bin der Huber. Genau. Erik Huber, der Chef im Bauamt hier, und ja. Das ist der Joris Schütte, mein Mitarbeiter. Moin. Tagchen, Tagchen. Sie sind aber nicht der mit dem Berliner Kennzeichen, oder? Na, was denkst du denn? Hörst du das nicht, oder was? Ah, Stadtmensch, Nick muss hier weg. Ja, dann komm mit. Na dann, tschüss. Man sieht sich noch. Ciao. Ja, ich hoffe, wa? Tschüss. Die klangen mir aber kriminell. Stadtmenschen auf dem Dorf. Die denken auch noch, du bist lila. Was? Naja. Da habt ihr nicht so die... Das... Nee, nee. Aber die klingen mir ganz schön kriminell da, wenn du Angst haben von der Polente. Also für mich ist das neu. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwas Kriminelles jemals irgendwie gemacht haben, okay. Oder so. Was sind das für Leute? Warum rennen die da in so einer komischen Westen rum? Das ist quasi ich sehe gerade, war Bauhof und sowas. Ah ja, okay. Von der Gemeinde oder wie? Ja, genau. Also okay. Die sind auch so, die ist quasi auch eine integrierte Baufirma so für... Ah, alle. Okay, ich verstehe. Also die machen auch private Einsätze und sowas. Ja, ja. Wenn sie was bauen wollen, irgendwo mal ein Haus oder so, irgendwas haben.
Naja, dafür bräuchte ich ja erstmal irgendwie ein Grundstück und dann, wisst ihr, dann muss ich mich ja noch irgendwo hier anmelden oder wie läuft das hier? Kann ich mir einfach hier so ein Grundstück mieten und dann geht das seinen Weg oder wie? Ja gut, also klar, an sich könnten sie sich natürlich verdienen. Klar könnten sie sich natürlich irgendwo ein Grundstück mieten. Knete verdienen ist eigentlich auch ganz gut bei uns hier. Da sitze bei dem Herrn oben sowieso an einer guten Adresse. Klingt das so? Muss das so klingen? Ach, das ist die Pumpe, ja. Ach doch. So, okay. Also wie gesagt, bei den Herren, was ich Ihnen vorhin sagte, den Oswin Rosenberg. 106, genau. 106, ja, genau. Okay. Da könntest du auf jeden Fall mal fragen, ob der irgendwie Hilfe gebrauchen kann. Mhm. Der kann eigentlich immer Hilfe gebrauchen. Der ist auch mega nett, also wirklich. Da kann man nichts sagen. Des Weiteren ist das hier halt genauso wie sonst auch. Wenn sie ein Grundstück haben dann und hierher ziehen wollen oder so, jetzt mal angenommen, ne? Ja. Ist natürlich klar. Dann müsste man sich natürlich auch anmelden, beziehungsweise ummelden hier oder sowas. Das kann man dann in der Gemeinde machen. Ja. Ja, das Rathaus habe ich schon vorhin vorbeigedüstet, dieses moderne viereckige Glaskastending da war. Ja, ganz genau. Da waren sie dann genau richtig. Diese moderne Baustil. Ich weiß auch nicht, wie man das schön findet, aber gut. Das ist einmal dahingestellt, sag ich mal. Ja, und gut, bei euch ist das was anderes. Da ist das technisch so, naja. Nee, aber wie sind da so die Öffnungszeiten, wisst ihr das? Oh, das weiß ich jetzt so gerade gar nicht. Ja. Ich glaube, momentan gibt es sowieso irgendwie ein Problem auch mit Bürgermeister und so richtig eine Stadtverwaltung an sich haben wir nicht. Okay. Es läuft halt alles normalerweise über den Bürgermeister, aber da habe ich nur gehört, dass es da wohl momentan irgendwie ein paar Probleme gibt, aber was genau da ist, weiß ich auch nicht. Da könnte ihnen aber vielleicht auch der Oswin weiterhelfen. Ja, okay. Das klingt ja alles so irgendwie nur Probleme. Was den Bürgermeister angeht, ja. Also gibt's bald Neuwahlen? Wahrscheinlich ja. Okay, gut. Na gut, dann werden wir mal sehen. Also da gehen wir zumindest alle mal von aus. Aber gut. Ja. Juti, dann werde ich mich mal vom Acker hier machen, damit du mal wieder arbeiten kannst, wa? Ah, alles gut. Die Feuerwehr braucht ja ihre Fahrzeuge, habe ich gehört. Alles gut. Alles gut. So viele Einsätze haben wir hier nicht. Zum Glück. Ich hab schon vorhin gefragt, ob da viel los ist, aber gut, in Berlin ist das ja nochmal ein anderes Pflaster als hier, denke ich mal. Ja, das ist natürlich klar. Ja, da hörst du es ja nur irgendwie in jeder Ecke Tatütata machen. Ja, sicher. Also selbst wenn hier mal ein Krankenwagen fährt, das ist schon was Besonderes. Ja, ah, okay. Ja. Also eine sehr gesunde Gemeinde, sag ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben zwar ein riesen Krankenhaus, das steht hier hinter den Bäumen, aber da ist die immer drin, also von daher. Okay, das ist ja auch ein schönes Millionengrab, dann sag ich mal, wa? Ja, gut, das stimmt, aber ich sag jetzt mal so, der Stadt geht's auf jeden Fall nicht schlecht. Na, das klingt schon mal gut, ja. Gut, bei dem modernen Rathaus, sag ich mal, das muss ja irgendwo das Geld fließen, sag ich mal, ne? Ja, richtig. Und du machst quasi so Fahrzeugsachen, also wenn ich jetzt irgendwie ein neues Auto mal brauche oder irgendwie was, dann melde ich mich bei dir. Oder gut, jetzt mit der Karre, sag ich mal, ist ja das Gleiche. Genau, also wir sind der Fahrzeughandel, hier der örtliche. Ach so, einer mit Klamotten. Ja, guck mal, das ist ja der Herr Rosenberg sogar. Ach, das ist der da mit der 106er oder wie? Ja, genau, das ist hallo. Der mit der 106er. Ja. Hallo! 106er? Was ist ein 106er? Ja, 106er. Wurde mir was ans Herz gelegt, dass ich da mal vorbeischauen soll, da irgendwie von drüber der 106er. Ach so, Sie meinen meine Nummer, da wo ich wohne? Ja, irgendwie sowas, wartet, ja. Kann ich Ihnen sagen, brauchen Sie nicht mehr vorbeischauen, hat sich gerade geändert. Ach, kick mal. Ach, was, echt? Warum? Das erahnt ihr nicht. Das erahnt ihr nicht. Der Kormleiden und der Wartlinger. Die haben gerade meinen Hof stillgelegt, haben mein gesamtes Kapital beschlagnahmt. Oh nee, nicht ehrlich. Eingefroren. Warum das? Die haben den gesamten Hof stillgelegt. Aber warum deswegen das? Deswegen bin ich auch hier. Ich wollte euch nur sagen, der Q8 steht noch oben. Ich darf das Gelände nicht mehr betreten, ist versiegelt. Ruft mal den Wartlinger an, dass ihr den Q8, den Waldradar noch raus, die Q-Serie, den Waldradar noch rausbekommt. Ja. Weil der war ja ein Vorführer von euch. Ja. So, ja, gut, das weiß, kriegen wir ja wohl hin. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Das sollte problemlos machbar sein. Ja, den brauche ich sowieso hier, den Wattlinger, weil mir wurde eine Simme geklaut.
Die wurde die Simme geklaut? Ja, ja, eine. In der Werkstatt drin. Was? Eine? Ja. Ja. Ich habe ja, ich hab ja hinten moin, moin. Um die Ecke habe ich ja vier Simmen stehen Hi, gehabt. Jetzt stehen moin, nur noch drei da. Jupp, sag mal, hast du meine Simme eigentlich auch noch? Die hatte ich dir zur Wartung gebracht. Ja, das war die goldene, boah. Die steht auch auf der Bühne. Achso, gut. Golden, Lukas, ehrlich? Ja, ein bisschen Dekadenz muss man ja zeigen, ne? Golden? Hallo, oh. Wenn man E8 wegtut, ne? Und sich nur eine Simme dafür wiederholt, dann darf man auch ein bisschen was dafür zeigen. 925er Gold am Tank, ich sag's dir. Der hat richtig aufgetragen, Gott. Du. Ist ja aber ganz anders. Ja, naja, pass auf. Ey, ja, Entschuldigung, aber ich glaube, wir kennen uns doch gar nicht, oder? Nee, richtig. Ich bin der Rudi. Ich bin frisch aus Berlin heute hierher gekommen. Anton, kommst du mal mit da unten? Rudi aus Berlin? Ja, ja, genau. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Oswin Rosenberger. Rosenberg, Entschuldigung. Hm? Ja, also kannst du Oswin sagen, kein Problem. Okay. Ja, ich bin hier mit meinem Passat angekommen, wisst ihr, und dann da irgendwie bei so einer alten, klapprigen Dame einen Trecker rein gedüst und da, naja, dann bin ich hier runter, wisst ihr, wegen der Rechnung und so. Ach nee, bei der Dings hier, bei der Bäckerin? Ja, bei der Elisabeth. So die. Genau, so eine etwas ältere Dame. Ja, ja, das war ganz blöde. Ach, die war völlig aufgelöst, du glaubst. Ja. Oh, hier so war was los. Das kann ich mir vorstellen. Naja. Ich hab sie gefragt, ob sie die Polizei haben will. Meinte sie, nee, will sie nicht. Gut. Dann klären wir das unter der Hand. Ja, kein Problem. Genau. Ja, gut. Du weißt erstmal Bescheid auf jeden Fall. Ja, alles klar, ja, wir gucken. Ich wollte dir Bescheid sagen. Ja, und was machen Sie da jetzt noch? Icke? Na, ich war jetzt hier, hab mir mein Auto durchkicken lassen, hab dann noch ein Käffchen getrunken. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu tun weiter. Ich weiß ich nicht. Ich kenne die Stadt nicht, ich bin ja hier heute frisch hergekommen. Ja, fährt das Auto? Ja, ich glaube schon, oder? Was ja, klar, also fahren kann man. Wie gesagt, wenn die Polizei sie anhält, dann sagen sie einfach, die Teile sind bestellt, die müssen runter nach Fahrzeughandel später. Ich habe das erstmal so weit geflickt. Wenn Sie wollen, können wir auch eine Runde durch die Stadt reden. Dann zeige ich Ihnen ein paar Sachen, weil ich bin gerade arbeitslos, habe nichts mehr zu tun. Ja, das können wir gerne machen so. Wollen Sie fahren oder soll ich fahren? Ja, machen Sie ruhig. Ich sage Ihnen, wo wir lang müssen. Dann machen wir das so. Gut, Jupp, ich melde mich später, ne? Lukas, danke dir für die Hilfe erstmal. Wenn ich wieder Geld... Du weißt mir Bescheid, wenn die Teile da sind, wa? Ja, hast du eine Karte, eine Nummer oder sowas? Ja, warte, ewig dir. Ospi, wenn was ist, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ja, alles klar. Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Alles klar. Ja, danke dir. Jo. Jetzt machen wir uns vom Staub, wa? Jo, alles klar. Wie gesagt, ich müsste auch noch meine Beteiligung vom Bauhof kriegen für die Sache beim Kolbenleiden. Dann habe ich wieder ein paar Euro, aber vorher geht erstmal gar nichts. Ja, wie gesagt, melde dich. Ist ja nicht wahr. Okay. Pass auf, nicht, dass sie dir das auch noch einziehen. Hammer. Nee. Das ist ja wohl mein ehrlich verdientes Geld. Also mal ganz ehrlich jetzt. Ja, wegen Rückzahlung von manchen Gehältern, die du schon ausgegeben hast. Wer weiß, auf was für Ideen die kommen. Oh nee, schnell weg, das will ich gar nicht hören. Jo. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Moin, Jupp. Moin. Also, jetzt ist er schon weg. Ich wollte ihn eigentlich fragen, was die letztes los war mit Pizzeria brand. Ja, die Pizzeria hat gebrannt. Ja, habe ich als Ortsmeister nichts von mir gekriegt. Ja, hat Pizzeria gebrannt, haben wir gelöscht, war wieder in Ordnung. Hinterher hat sich herausgestellt, dass Oswin seine Simme hinter der Pizzeria stand und er war der Erste, der gemeldet hat, dass die Pizzeria brennt. Oh, das ist jetzt aber ärgerlich. Das ist jetzt ja was ich mich auch interessiert dann in solchen Sachen. Ich glaube, wir müssen uns noch mit dem unterhalten, oder? Ja, wir lassen das erstmal. Ja, der hat den Schock noch gekriegt. Ja, da wollte sich die Polizei auch schon drum kümmern, irgendwie und ach, keine Ahnung. Ja, die haben ja den Hof erstmal stillgelegt. Ja, deswegen. So, aber meine lieben Freunde, bevor das hier weitergeht, wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut ganz gerne bei Tino Freezy natürlich vorbei und bei allen anderen hier auf dem True Farming Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, wir gehen weiter in True Farming 2. Macht's gut. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Tschüss.